Die physikalische Chemie befasst sich mit Systemen, zum Beispiel mit diesem einfachen gasförmigen System. Wir können dieses System beschreiben durch Angabe des Druckes, der Temperatur, des Volumens. Eine wichtige Frage haben wir aber noch gar nicht angeschnitten, und zwar die Frage, wie viel Energie steckt denn in diesem System? Wenn wir generell von Energie sprechen, von innerer Energie sprechen im thermodynamischen Sinne, meinen wir die Summe aller kinetischen und potenziellen Energiearten, die in einem System steckt. Wenn wir zum Beispiel Wasser in diesem System hätten, dann hätten wir folgende Energiearten. Wir haben zunächst mal die Bewegungsenergie im Raum der Wassermoleküle. Das ist die Translationsenergie. Das ist eine kinetische Energieform. Dann haben wir die Rotationsenergie. Die Wasserteilchen können um verschiedene Achsen rotieren. Auch das ist eine kinetische Energie. Und dann haben wir noch die Oszillations- oder Vibrations- oder Schwingungsenergie. Die Bindungen im Wassermolekül können in verschiedener Art und Weise gegeneinander schwingen. Diese Oszillationsenergie ist sowohl potenzielle als auch kinetische Energie. Tatsächlich ist das Kennzeichen einer Schwingung die gegenseitige Umwandlung von verschiedenen Energiearten. Dass das Wasser in bestimmten Bedingungen flüssig vorliegt, liegt daran, dass Kräfte oder Energien zwischen den Wasserteilchen herrschen. Das sind die intermolekularen Wechselwirkungen zwischen den Teilchen. Dass die Wassermoleküle nicht in ihre Atome zerfallen, liegt daran, dass die Bindungsenergie zwischen den Atomen herrscht, auch das eine weitere Energieform. Mit diesen fünf Energieformen kommen wir für unsere Bedürfnisse aus. Es gibt noch weitere Energiearten, zum Beispiel die Energien der Elektronen oder die Energie der Kerne. In dem Fall Wassermolekülen, diese Energiearten ändern sich aber nicht während üblichen chemischen, physikalischen Prozesse, also sind sie für uns irrelevant. Für uns relevant sind die drei Arten der thermischen Energie, die intermolekulare Energie und die chemische Energie. Insgesamt ergibt sich als Summe die innere Energie, die wir mit U abkürzen. Unser System Jedes System hat also eine gewisse innere Energie. Man kann sich diese innere Energie zwar vorstellen, aber messen kann man sie nicht. Was man messen kann, sind nur Änderungen Änderung der inneren Energie, und diese Änderungen bezeichnen wir mit einem Delta. Wenn sich zum Beispiel die Temperatur ändert, dann ändern wir die thermischen Energieanteile, die Translation, die Rotation und die Oszillation. Wenn wir die Phase eines Substanz ändern, etwa verdampfen, kondensieren oder schmelzen, ändern wir die intermolekularen Energien in diesem System. Und besonders wichtig, wenn wir eine chemische Reaktion durchführen, dann verändern wir die Bindungsenergien, die chemische Energie in einem System. Die Änderung der Energie Delta U ist messbar. Hier sind die drei Prozesse, die für uns besonders relevant sind. Die innere Energie wurde eingeführt, um den ersten Hauptsatz der Thermodynamik in einer ganz kurzen, prägnanten Form zu formulieren. Dieser erste Hauptsatz ist Allgemeingut, es ist der Energieerhaltungssatz, und in einer kurzen Formel zusammengefasst lautet er: Die innere Energie eines isolierten Systems ist konstant. Wenn ich irgendein System isoliere von der Umwelt, bedeutet keinen Stoff und keinen Energieaustausch zulasse, dann ist die innere Energie in diesem System konstant, ändert sich nicht. Ändert sich nicht heißt, Delta U ist gleich 0.
Das ist die kürzeste Form des ersten Hauptsatzes. Das heißt, wenn sich irgendwo die Temperatur in diesem isolierten System ändert und sich lokal die innere Energie verändert, muss sich an einer anderen Stelle des Systems ein umgekehrter Vorgang einstellen, sodass die Summe der inneren Energieänderungen sich zu Null ergibt. Wenn wir kein isoliertes System haben, sondern ein geschlossenes System, so wie dieses hier, dieses System kann Energie mit der Umgebung austauschen, dann müssen wir den ersten Hauptsatz etwas modifizieren. Wenn Energieaustausch möglich ist zwischen System und Umgebung, kann sich die innere Energie des Systems ändern, aber nur auf Kosten der inneren Energie der Umgebung. Denn insgesamt können wir uns ja immer ein isoliertes System, zum Beispiel das Universum, vorstellen. Der erste Hauptsatz für geschlossene Systeme muss also lauten: Änderung der inneren Energie im System plus Änderung der inneren Energie der Umgebung ist gleich Null. Wenn zum Beispiel Eis schmilzt, ändert sich die innere Energie dieses Systems, wenn wir nur das Wasser als System betrachten. Aber auf Kosten der inneren Energie der Umgebung. Die innere Energie der Umgebung nimmt entsprechend ab, wenn die innere Energie des Wassers durch Schmelzen zunimmt. Gleiches gilt für jede chemische Reaktion. Wenn eine chemische Reaktion erfolgt, sich Bindungen verändern und dabei die innere Energie des Systems zum Beispiel abnimmt, muss die innere Energie der Umgebung um genau den gleichen Betrag zunehmen. Wir betrachten hier nochmal den Energieaustausch zwischen System, hier violett gezeichnet, und Umgebung. Unser System hat eine gewisse innere Energie, U. Diese Energie kann sich ändern, wenn Energie mit der Umgebung ausgetauscht wird. Dieser Energieaustausch kann auf verschiedene Art und Weisen erfolgen. Zunächst mal kann Wärme vom System in die Umgebung fließen oder umgekehrt. Das ist der Energieaustausch über ungerichtete Bewegungen. Energieaustausch Wärme Q. Dann kann sich das Volumen des Systems ändern. Und wenn ein äußerer Druck herrscht, ist auch dabei ein Energieaustausch vorhanden, nämlich der Energieaustausch durch Volumenarbeit, W Index V. Wenn wir etwa eine Batterie als System betrachten, dann haben wir hier oder können wir hier Energieaustausch mit der Umgebung über elektrische Energie haben. Man fasst die Arbeit, die jetzt keine Volumenarbeit ist, zusammen zum Begriff Nutzarbeit. Und das ist der dritte und damit auch letzte und die dritte und damit auch letzte Art des Energieaustausches zwischen System und Umgebung. Drei Arten des Energieaustausches: Nutzarbeit, Volumenarbeit und Wärme. Und diese Energieaustauschbeträge zusammengenommen müssen exakt Delta U entsprechen. Das ist die Aussage des ersten Hauptsatzes für geschlossene Systeme. Die für uns wichtigste Aussage. Wir können die Arbeit noch zusammenfassen, Volumenarbeit noch zusammenfassen zum Faktor W und haben dann die kurze und prägnante Gleichung Delta U gleich Q plus W oder DU gleich DQ plus DW. Das, was das System an innere Energie verliert, das gewinnt die Umgebung an innere Energie. Der Energieaustausch zwischen System und Umgebung geschieht entweder durch Wärme oder durch Arbeit. Diese Gleichung ist auch deshalb so interessant, weil sie eine Zustandsgrößenänderung, nämlich Delta U, mit zwei Prozessgrößen Q und W verknüpft. Q und W sind wegabhängig, Delta U ist nicht wegabhängig.
Das bedeutet, wenn ich bei meinem System von einem Ausgangszustand A zu einem Endzustand E gehe, die Zustände klar definiere, dann kann ich auf verschiedenen Wegen gehen. Hier der erste Weg mit Index 1, der zweite Weg Index 2. Diese beiden Wege können sich in den Prozessgrößen Arbeit und Wärme unterscheiden. W1 ist nicht unbedingt gleich W2. Aber in allen Zustandsgrößenänderungen unterscheiden sich diese Wege nicht. Also Delta U1 ist gleich Delta U2. Weil die innere Energie eine Zustandsgröße ist, hat sie auch ein totales Differential. Bedeutet, wir können die Änderung der inneren Energie ausdrücken als Funktion der Änderung des Volumens und der Temperatur entsprechend dieser Formel hier. Wir schauen uns den ersten Hauptsatz für geschlossene Systeme nochmal an. Delta U ist Q plus W, W aufgespalten in Volumenarbeit. Wir betrachten jetzt eine ganz besondere Art von Zustandsänderung, und zwar wir betrachten eine isochore Zustandsänderung, bei der sich das Volumen also nicht ändert. Außerdem soll diese Zustandsänderung noch spontan erfolgen. Das heißt, es soll keinerlei Nutzarbeit auftreten. Eine isochore, spontane Zustandsänderung. Wenn wir zum Beispiel eine Konservendose geschlossen mit konstantem Volumen auf einer Herdplatte stellt, der Inhalt der Konservendose erwärmt sich. Das ist eine isochore und auch spontane Zustandsänderung. Für diese Art Zustandsänderung vereinfacht sich unser erster Hauptsatz in der Form, dass die Volumenänderung gleich 0 ist und damit auch die Volumenarbeit gleich 0 ist. Und weil der Prozess spontan ist, ist auch die Nutzarbeit gleich 0. Das bedeutet, ich habe jetzt die einfache Gleichung Delta U gleich Q Index V. Diese Gleichung sagt, wenn ich Änderungen in der Energie Delta U messen will, brauche ich nur isochore spontanen Wärmen zu messen. Wärmen sind leicht zu messen und das ist die Messvorschrift für die innere Energie. Sie erinnern sich, für jede Größe brauchen wir in der Naturwissenschaft eine Messvorschrift. Ansonsten ist die Größe nicht sinnvoll. Und hier ist die Messvorschrift für die innere Energie. Immer dann, wenn Sie eine Wärme messen, die isochor ist und spontan, ist das eine Änderung einer inneren Energie. Wir können beliebige Prozesse in der Form untersuchen. Zum Beispiel können wir einen chemischen Prozess isochor und spontan durchführen und haben dann eine Aussage über die Änderung der inneren Energie. Wir wollen zum Beispiel ein Gummibärchen verbrennen. Also Zucker letztendlich mit Sauerstoff in Reaktion bringen. Wir packen dazu unser Gummibärchen zusammen mit dem Sauerstoff in ein geschlossenes Gefäß, in eine Konservendose, die geschlossen ist. Man spricht auch von einem Autoklaven oder einer kalorimetrischen Bombe. Dann hängen wir diese kalorimetrische Bombe mit den Ausgangsstoffen in ein Wasserbad, um die Wärme, die jetzt eventuell frei wird, komplett zu erfassen und zu messen. Dann zünden wir die Reaktion, starten die Reaktion etwa durch einen Zündfunken und bemerken, dass tatsächlich Wärme fließt aus dem System in das Wasserbad. Und wenn wir den Autoklaven danach wieder öffnen, stellen wir fest, es befindet sich in dem Autoklaven Kohlendioxid und Wassertröpfchen. Das sind die Endprodukte unserer chemischen Reaktion. Die Wärme, die frei wurde, äußert sich darin, dass die Temperatur des Wasserbades angestiegen ist. Aus der Temperaturerhöhung können wir die Wärme berechnen. Es ist eine isochore Wärme, denn das System hat sein Volumen nicht verändert. Und diese isochore Wärme, diese, sagen wir, 100 Kilojoule, entsprechen Delta U, entsprechen der Änderung der Innenenergie unseres Systems.
Das Kohlendioxid und die Wassertröpfchen haben eine andere Innerenergie als das Gummibärchen und der Sauerstoff. Und zwar eine in dem Fall genau um 100 Kilojoule niedrigere Energie als die Ausgangsstoffe. Delta U ist QV. Die Wärme ist ja negativ, es ist ein exothermer Prozess und daher sind die Energien der Endprodukte niedriger als die der Ausgangsstoffe. Das können wir in einem Diagramm, einem Energiediagramm skizzieren. Hier nochmal die Ausgangsstoffe und die Endprodukte. Jetzt in ein Energiediagramm eingezeichnet. Die Ausgangsstoffe liegen energetisch oberhalb der Endprodukte. Die Differenz zwischen diesen Energieniveaus, Delta U, kann man messen als isochore Wärme. Ein bisschen formale Thermodynamik. Wenn wir einen reinen Stoff haben, brauchen wir zwei Zustandsgrößen, um diesen eindeutig zu bestimmen. Zum Beispiel Volumen und Temperatur. Damit ist jede Eigenschaft unseres reinen Stoffes bestimmt. Und wenn ich Volumen und Temperatur etwa dieses Gasförmigen-Systems habe, habe ich auch die innere Energie dieses Gasförmigen-Systems eindeutig beschrieben. Wenn ich das Ganze in differenzieller Schreibweise skizziere, habe ich das totale Differential, was ich schon mal erwähnt habe, die Änderung von dU, die Änderung von U, dU hängt ab von der Änderung von V, dV und der Änderung von T, dT. Diese partiellen Ableitungen, die vor den Änderungen von V und T stehen, haben Bedeutung. Die hier rot gezeichnete Änderung dU nach dT kann ich erfassen, wenn ich mir die Messvorschrift für die Änderung der Innenenergienummer anschaue. Wenn ich das Volumen konstant halte, ist die Wärme gleich der Änderung der inneren Energie. Wenn ich das Volumen konstant halte, fällt der erste Term meiner Gleichung weg, dU nach dV, fällt weg. Und wenn ich dann dU gleich dQ setze, habe ich diese Gleichung. Und diese Gleichung hatten wir schon mal in unserem Kursus. Wärme- und Temperaturänderung hängen zusammen über die Wärmekapazität. Bedeutet, diese partielle Ableitung dU nach dT bei konstantem Volumen ist nichts anderes als die Wärmekapazität CV. Auch die Ableitung nach dem Volumen bei konstanter Temperatur hat einen Namen. Das ist der Binnendruck Pi. Dieser Binnendruck Pi ist bei idealen Gasen gleich 0. Ideale Gase ändern ihre Energie nicht, wenn man das Volumen ändert bei konstanter Temperatur. Bei realen Gasen und anderen Stoffen ist dieser Faktor jedoch zu berücksichtigen. Hier nochmal das totale Differential formuliert in anderer Art und Weise. Ich kann mit diesen Differentialen jetzt auch Rechnungen anstellen und kann interessante Beziehungen zwischen verschiedenen Eigenschaften mir erarbeiten. Wenn ich zum Beispiel wissen will, wie sich die innere Energie mit der Temperatur ändert bei konstantem Druck, dann kann ich einfach die erste Gleichung durch dT dividieren, erhalte dann diese zweite Gleichung. Und wenn ich weiß, dass dV nach dT bei unserem Druck nichts anderes ist als der Ausdehnungskoeffizient mal das Volumen, habe ich diese Beziehung hier. Jetzt kann ich also die Temperaturabhängigkeit der inneren Energie bei unserem Druck mir ermitteln, wenn ich CV kenne, Alpha kenne, Phi kenne und V kenne. Beim idealen Gas ist das sehr einfach, denn Pi ist 0, das heißt, hier steht nur noch CV dann als Ergebnis da. Generell kann man sich merken,
Die innere Energie eines Gases, eines idealen Gases, hängt nur von der Temperatur ab. Egal welchen Druck, welches Volumen ich habe. Nur Temperatur abhängig. Fassen wir nochmal zusammen. Der erste Hauptsatz sagt, dass Energie weder vernichtet noch erzeugt werden kann. Es gibt kein Perpetuum mobile, was Energie erzeugen oder vernichten könnte. Wichtig für uns ist der erste Hauptsatz für geschlossene Systeme. Ein geschlossenes System kann seine innere Energie ändern, wenn entweder Wärme fließt zwischen System und Umgebung oder Arbeit verrichtet wird. Wobei der Betrag dU immer gleich ist dem Betrag der ausgetauschten Wärme und Arbeit. Wir können, weil die innere Energie eine Zustandsgröße ist, ein totales Differential dieser Größe aufstellen und haben dann die Gleichung, dass die Änderung der inneren Energie abhängt von der Temperatur und Volumen, wobei die entsprechenden Gradienten die molare Wärmekapazität und der Binnendruck